Die Ninotaku Anime News werden euch präsentiert von Caron78. Frohes neues Jahr und willkommen zurück zu den Anime News der Woche. Heute mit der deutschen TV-Premiere von AOT Staffel 4. Weiteren Anime-Zu- und Abgängen beim Streaming-Anbieter Netflix. Einer Fortsetzung zu Made in Abyss und vielen weiteren Themen. Neues Jahr, neuer Monat, neues Gewinnspiel. Gemeinsam mit meinem Sponsoring-Partner Ultraverse verschenke ich im Januar 5 Pakete zu Caron78 inklusive Collector's Edition von Band 1 und 2 plus Wallscroll. Alle Infos gibt's auf meiner Instagram-Seite, den Link findet ihr in der Beschreibung. Im Laufe des Jahres 2023 erscheint die Serie My One Hit Kill Sister. Nun wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, den ich euch hier zeigen möchte. Der Anime vom Studio Gecko handelt von einem ungleichen Geschwisterpaar, das in eine andere Welt transportiert wird. Während sich Asahi als hilfloser Schwächling entpuppt, wurde seine Schwester Mayu mit extrem starken Fähigkeiten ausgestattet und muss ihr Brüderchen fortan beschützen. Wir schnetzeln uns weiter durch die aktuellen Anime-News und kommen zur Ankündigung der zweiten Staffel zum Dark-Fantasy-Actioner Goblin Slayer. Wie nun auf Twitter verkündet wurde, soll das Sequel im Laufe dieses Jahres seine Premiere feiern. Hier zeige ich euch einen neuen Teaser. Staffel 1 ist in Deutschland beim Anbieter Animoon auf DVD und Blu-ray zu haben. Goblin Slayer. Chise-san-ni. Und auch die Anime-Serie The Ancient Magus Bride wird dieses Jahr mit einer zweiten Staffel fortgesetzt. Das ist zwar schon länger bekannt, jetzt gibt's jedoch auch einen konkreten Starttermin. Demnach debütiert das Sequel vom Studio Wit am 6. April dieses Jahres im japanischen TV und hierzulande bei Crunchyroll im Simulcast. Beim eben erwähnten Anbieter steht auch die 24-teilige erste Season zum Abruf bereit. Der japanische Verlag Kadokawa gab nun bekannt, dass die Anime-Serie Made in Abyss eine Fortsetzung erhalten wird. Parallel zum Announcement enthüllte man auch einen ersten Teaser. Das Sequel knüpft direkt an die zweite Staffel der Serie an. Jedoch ist bislang noch unklar, ob es sich bei dem neuen Anime um eine weitere Serie, einen Film oder eine OVA handeln wird. Am 31. März erscheint die zweite Season namens The Golden City of the Scorching Sun beim Anbieter Leonine in Deutschland auf Disc. Nicht nur neue Serien, auch Filme erwarten uns im aktuellen Kalenderjahr. Auf Twitter gab man nun bekannt, dass der neue Psycho-Pass-Movie namens Providence am 12. Mai seine Premiere feiern wird. Zudem enthüllten die Verantwortlichen ein neues Visual, das ihr hier seht. Der kommende Film entsteht wie gewohnt beim Studio Production IG. Beim unter Anime-Fans umstrittenen Streaming-Anbieter Disney Plus ist tatsächlich Bewegung drin. Demnach stockte der Player sein Angebot nun um 2 Serien auf. Zum einen startete der Simulcast zur zweiten Staffel von Tokyo Revengers. Zum anderen ist nach langer Wartezeit nun auch der Anime Summertime Rendering verfügbar. Es zeichnet sich also Besserung ab. Im Rahmen eines Livestreams wurde vor einigen Tagen verkündet, dass die Anime-Serie Bastard, der Gott der Zerstörung, eine zweite Staffel erhalten wird. Diese soll im Laufe des Jahres bei Netflix debütieren und den sogenannten Hell's Requiem Arc adaptieren. Die 24-teilige erste Season steht auf Netflix mit deutscher und japanischer Synchro zum Abruf bereit. Nun
Nicht mehr warten müssen anime-affine Netflix-Abonnenten hingegen auf die zweite Vinland-Saga-Season. Der Titel vom Studio MAPPA stach nun beim Anbieter in See und wartet jeden Montag mit einer neuen Episode samt Untertiteln auf. Eine deutsche Vertonung soll nachgereicht werden. Die Wikinger-Serie wird zudem bei Crunchyroll angeboten. Ende Januar gesellt sich dann eine weitere Anime-Serie ins Netflix-Angebot. Die Rede ist von der zweiten Staffel des Titels Record of Ragnarök. Ab dem 26.01. stehen die ersten 10 Episoden des Sequels mit deutscher und japanischer Tonspur zum Abruf bereit. Gut-san! Ebenfalls im Januar, nämlich am 19.01., gesellt sich die Horrorserie Junji Ito Maniac in den Netflix-Anime-Katalog. In einem neuen Trailer hören wir zum ersten Mal das Ending Iotori. Die Serie vom Studio Dean umfasst insgesamt 12 Episoden und adaptiert 20 Geschichten aus den Manga-Werken des Künstlers Junji Ito. Aber nicht nur Anime-Zugänge gibt es bei Netflix zu bejubeln, sondern auch Anime-Abgänge zu beklagen. Nur noch bis zum 31. Januar stehen die Serien Pop Team Epic und Angel Beats demnach zur Verfügung. Nur noch bis zum 14. Februar könnt ihr euch die ersten beiden Sword Art Online-Staffeln bei Netflix ansehen. Gleiches gilt für die Serie Guilty Crown sowie Steins Gate und Steins Gate The Movie. Verantwortlichen des Amazon Prime Anime Channels Anyverse gaben bekannt, dass man den zweiten Part der vierten Danmachi-Staffel verpflichten konnte und im Simulcast zeigt. Neue Episoden gibt's jeden Donnerstag um 20.15 Uhr, während der erste Part bereits vollständig verfügbar ist. Hochkarätiger Anime-Neuzugang bei ProSieben Max. Der Free-TV-Sender gab nun bekannt, dass man im Februar die deutsche TV-Premiere der vierten Attack on Titan-Staffel feiern wird. Los geht's am 24.02. Immer freitags um 22 Uhr dürft ihr euch dann auf Nachschub freuen. Die Ausstrahlung erfolgt in der deutschen Synchrofassung. Bislang zählt die Final Season von AOT 2 Parts mit 16 bzw. 12 Episoden. Erst gestern wurde bekannt gegeben, dass der dritte Part der Final Season am 3. März dieses Jahres debütieren soll und in zwei Teile gesplittet wird. Mal sehen, ob das dann tatsächlich die Final Season wird. Alle bisherigen Episoden stehen beim Anbieter Crunchyroll zum Abruf bereit. Das waren die Anime-News der Woche in der Zusammenfassung. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar oder einen Daumen nach oben da. Sie waren wie immer ein hervorragendes Publikum. Vielen Dank fürs Zusehen. Die Ninotaku Anime-News wurden euch präsentiert von Karon78.